Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. In dieser Folge möchte ich alle hier sichtbaren Städte per Straßenbahn miteinander verbinden, sprich, das wird ein sehr, sehr großes Netz. Ihr seht die kleinen Bahnen auch hier schon fleißig hin und her fahren und die ganze Sache wird dann per Bahn mit dem Festland verbunden. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Tschüss, bis gleich. Nachdem ich das letzte Video beendet habe, habe ich die Städte entsprechend noch mal ein bisschen umgebaut. Sprich, ich habe die Straßen verbessert, etc., so wie ich das angekündigt habe. Und in der heutigen Folge geht es natürlich weiter, indem ich mein Streckennetz ausbaue. Dieses Mal wird es ein bisschen spezieller, denn ich möchte hier über eine Eisenbahnbrücke diese Insel hier mit anbinden. Allerdings möchte ich nicht die komplette Insel per Eisenbahnlinie anbinden, sondern ich möchte das vor allem über Straßenbahnen machen. Gerade jetzt am Anfang wird das natürlich, ja, ich sage mal, relativ wenig bringen, da die Kapazität der Straßenbahn einfach noch viel zu gering ist. Aber ich schaue mir die ganze Sache auf jeden Fall mal an, mal schauen, was es bringt. Wie gesagt, hier jetzt eine Eisenbahnbrücke, dafür möchte ich hier jetzt erstes einen Bahnhof bauen. Da muss man natürlich so ein ganz, ganz klein wenig Land neu schaffen, sage ich mal. Der Bahnhof soll in etwa mittig zwischen beiden Stadtzentren sein. Also in diesem Bereich und natürlich an der Straße angeschlossen sein. Klar, sonst macht die ganze Sache ja keinen Sinn. Schauen wir also erstmal, wie das platzmäßig aussieht. Ich nehme natürlich wieder zwei Gleise. Ihr wisst schon, das sieht halt einfach besser aus. Dann schauen wir mal, wenn wir den Bahnhof hier so... Ich würde mal sagen, vom Winkel her passt das hier soweit ganz gut. Und dann halt nach rechts weg ganz normal die Gleise. Und natürlich entsprechend dann hier... Straßenbahn und die ganze Sache halt ein bisschen angepasst, so dass es auch schick aussieht. Also müssen wir erstmal das Land uns ein bisschen anpassen. Ihr habt es ja gerade schön gesehen. So, das war jetzt auch überhaupt nicht zu viel oder so, ne? Also insofern. So, ich würde mal sagen, dass das hier eigentlich soweit ganz gut aussieht. Wie gesagt, hier jetzt der Bahnhof, der im Prinzip die komplette Insel anbinden soll. Da bin ich mal gespannt, was hier an Fahrzeugen notwendig sein wird, um die Passagiere abtransportieren zu können. Jetzt schauen wir einfach mal, was die kürzeste Verbindung jetzt hier wäre. Hier haben wir das ankommende Gleis. Ja, und das sieht sogar, geht hier genau auf die Landzunge. Das sieht sogar ganz vernünftig aus. Können wir meiner Meinung nach also auch so lassen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich hier sehr, sehr hohe Transportkapazität benötige. Sprich, ich plane hier prinzipiell schon mal die ganze Sache zweigleisig. Baue es aber erstmal eingleisig. Und ich würde sagen, dass ich jetzt auch gleich die ganze Sache hier ein bisschen... schicker wieder mache, auch wenn das ein bisschen auch wenn das ein bisschen Geld kostet. Ja, ganz diese Kante, da lässt sich jetzt nicht verhindern. Ein bisschen Einschnitte müssen wir hier annehmen, ne? So, und ich ziehe auch gleich das zweite Gleis schon mal ein bisschen her zur Brücke. Jetzt können wir quasi mehr oder weniger schon sehen, wo wir hier am Ende landen. Ich würde da jetzt auch gleich den Zug losschicken, dass der hier auf jeden Fall schon mal fährt. Können wir das Zugdepot verwenden? Bisher nicht. Moment, ich schaue mal, ob wir hier... Naja, hier können wir auf jeden Fall rübergehen, wenn es hier... Na, hier ist es auf jeden Fall zu eng, ne? Ja, das ist viel zu eng, das war ja klar, ne? So, dann verbinden wir hier einfach die Gleise und schon können wir hier dieses Zugdepot verwenden, vergeben schnell eine Linie und schicken den Zug, wie gesagt, hierher nach Muroto. Muroto. So, Gleis passt, können wir losschicken. Wir bleiben immer noch bei dieser russischen Class PV. Ich bräuchte dringend einen neuen Zug, aber das Spiel möchte nicht. Das Spiel möchte leider nicht. Mal schauen, ich kenne das hier im asiatischen Setting, kenne ich das leider nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall schon neue Güterzüge, wobei der Kesselwagen echt seltsam aussieht, ne? ich bleibe auch hier wieder bei diesem Board und schicke, wie gesagt, erstmal den einen Zug auf die Strecke. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir hier die komplette Insel per Straßenbahn, ich sag mal, hier anschließen. Ja, hier gibt es schon den einen oder anderen kleinen Stau, denke ich mal. Ich habe das hier, wie gesagt, schon ein bisschen vorbereitet und unheimlich viel umgebaut. So, dass es meiner Meinung nach einigermaßen vernünftig passt. Aber schauen wir da mal. So, jetzt erstmal Muroto und Tokushima per Straßenbahn, wie gesagt, hier an den Bahnhof anbinden. Tja, jetzt müsste ich theoretisch, kriege ich das hier auf die Seite? Also es geht auf jeden Fall. Es wird bei zwei Linien bleiben, allerdings kann es sein, dass wir die Wartekapazität erhöhen müssen. Sprich, die ganze Sache wird auf jeden Fall noch weiter nach hinten gehen. Ich mache mal die Straße weg, ob das Spiel das... wird wahrscheinlich neu gebaut. Aber dem können wir ja Abhilfe schaffen. Moment. Das habe ich jetzt quasi falsch rum gemacht, ne? So, dann tun wir einfach genau gegenüber vom Bahnhof die Straßenbahnhaltestelle machen. So. Sehr gut. Und wie gesagt, jetzt binden wir die Städte alle an. Wir haben hier den Vorteil, dass wir... ja, ich sag mal, diese breite Straße haben. Die werde ich dafür jetzt auch mehr oder weniger nutzen. Und werde halt immer mittig in den Städten eine große Straßenbahnhaltestelle machen. Ja, da gehen jetzt wieder einiges an Gebäuden verloren, aber das ist halt leider so. So, und hier nehmen wir einfach die komplette Straße weg. Inwieweit ich dann in den Städten noch einzelne Verbindungen mache, das muss ich dann erstmal schauen, das weiß ich jetzt so natürlich noch nicht. Aber das werde ich dann schon noch sehen, ob das denn notwendig ist. Ich hoffe mal nicht. So, damit haben wir jetzt hier im Prinzip so das erste soweit fertig. Ich würde jetzt hier auch die Linien... ach, brauchen wir noch gar nicht. Wir machen alles mit einmal. Wir machen alles mit einmal. So, dann haben wir hier die nächste Stadt, Shimanto. Auch die binden wir natürlich ganz normal per Straßenbahn an. Ich nehme mal die Straße dort... ja, so viel dazu, ne? Ich nehme mal die Straße dort weg. Ja gut, sollte es dann notwendig sein, hier für mehr Warteraum zu sorgen, können wir das ja immer noch entsprechend machen. So, dann haben wir hier die nächste Stadt. Hier platzieren wir die Station einfach ganz stumpf hier. Hm, machen wir noch einen nach rechts, so. Und hier... hier würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt hier bauen. Denn hier soll auf jeden Fall noch ein Hafen her. Hier machen wir das anders. Und zwar werde ich das dort platzieren. So, auch schon mal ein bisschen weiter. Nein, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Ich wollte eigentlich weiter hier nach oben. So. Ja, so haben wir das schön mittig in etwa. Das wäre jetzt theoretisch halt wichtig, dass wir es, wie gesagt, schön mittig machen. Kann ich jetzt die Straße dort noch... ja, die kann ich sogar noch verbreitern, würde ich dann auch gleich machen, so. Und dann gehen wir noch hierher, zur nächsten Stadt. Auch hier machen wir das wieder schön mittig. Hier bietet es sich an, das hier zu platzieren. Unsere kleine Station. So.
So, damit haben wir jetzt in jeder Stadt je eine Haltestelle. Die ganze Sache verbinden wir jetzt natürlich noch per Straßenbahnlinie. Beziehungsweise erstmal natürlich die Gleise dafür legen, ne? So, hier in den Kreisverkehren, ganz wichtig, ringsrum. Ja, das sehe ich jetzt nicht wirklich. So, okay. Ha, da wartet sogar schon ein Passagier, na immerhin, ne? So, wenn ich das dann soweit habe, dann müssen wir uns natürlich noch darum kümmern, dass wir hier und da vielleicht an den Städten noch mal ein bisschen was rumbasteln. Und ich muss mal schauen, es gab einen neuen LKW-Typ, aber ich glaube fast, dass dafür das Geld nicht reichen wird. Schauen wir mal. So, auch hier auf jeden Fall durch den Kreisverkehr. Und dann hier lang. Und ihr seht schon, jetzt haben wir komplett breite Straßen. Das heißt, wir können dann wirklich dahergehen und alles per Busspur so machen, dass nur unsere Fahrzeuge auf den Spuren fahren. Was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, wenn dann hier die großen Staus anfangen, sage ich mal, ne? So, die Straßenbahngleise, die Tramgleise sind verlegt. Jetzt geht das große... Schaut mal, da wurden ja wirklich... Mensch, das hätte ich ja noch nicht gedacht. Wo ist hier der Zug? Ist es der? Also einer von beiden ist es auf jeden Fall. Okay, der ist es schon mal nicht. Dann ist es der da. Ja, okay, der ist... Er schaut aber cool aus, wenn die Züge so direkt hintereinander so oder so, ne? Ja, der vordere ist ein bisschen schneller. Klar, der ist früher losgefahren, beschleunigt natürlich besser. So, dann vergeben wir hier die Linien und dann schauen wir uns mal an, wie viele Trams wir hier verwenden. Ich würde mal sagen, bei den kurzen Strecken würde ich erstmal 5 Trams nehmen und bei den langen Strecken 10. Und wir brauchen natürlich ganz, ganz wichtig, wir brauchen auch noch ein Tramdepot. Ah, das machen wir... Ja, hier haben wir ja mehr oder weniger so ein Industriegebiet, ne? Okay, das wird jetzt hier wahrscheinlich... Oh, das passt sogar so, hätte ich auch nicht gedacht. Sieht quasi so aus, als würde es zusammengehören, ne? So, dann jetzt die Linien und die Trams kaufen. So, wir fangen ganz stumpf an. Immer eine Linie von Haltestelle zu Haltestelle. Und wie gesagt, bei den langen Linien machen wir 10 Trams. Ja, habe ich schon geklickt. Das muss ich selber erstmal wieder schauen. Und bei den kurzen Linien machen wir 5. Also wie zum Beispiel hier, da sollte das reichen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt hier. Das ist jetzt wirklich, ja ich sag mal, die einfachste Möglichkeit, das hier zu verbinden. Und wie gesagt, jetzt müssen wir dahergehen und müssen uns halt wirklich anschauen, immer im Linienmanager, welche Linie wir jetzt hier haben und wie viele Fahrzeuge wir dort brauchen. Also, Linie 1 und Linie 2 brauchen wir auf jeden Fall erstmal je 5 Trams. Oha. Und keiner sagt was, ne? Nee, Spaß. So, nochmal. Ah, das ist eh länger, ne? Passt ja, ne? So, okay. Jetzt. So, dann kaufe ich erstmal, wie gesagt, 10 Stück für die ersten beiden Linien. Und dann schauen wir uns das weiter an. So, jetzt haben wir hier nur Linie 2, 7 und 8. Na super. Habe ich irgendwo die Tramgleise verpasst? Ah ja. Also ihr seht, Tramgleise nicht richtig gesetzt, ne?
Und schon meckert das Spiel und ihr findet die Linie nicht. Ah, hier fehlt's auch. Ja, es fehlten ja mehrere Linien, ne? Okay, jetzt müsste es soweit passen. Jetzt fehlt Linie 1. Ah, Moment, war die Linie 1 nicht die Zugstrecke? Ah ja, okay, es war die Zugstrecke. Also hier Linie 2 und 3, damit geht's los. Also Linie 1 Zugstrecke, passt also kein Fehler mehr. Und die nächsten 5 auf Linie 3. So, Linie 4 ist jetzt eine lange Linie. 5 ist auch eine lange Linie. Da machen wir erstmal die beiden. Also nehmen wir 20 Fahrzeuge. So, 20 Stück, jeweils 10 pro Linie. Zwei, drei auf die 4 und der Rest auf die 5. So, hier nehmen wir jetzt hier was Kurzes oder was Langes? Ich würde sagen, hier nehmen wir kurz, also 5, 5 und dann noch einmal 10. Also brauchen wir 20 weitere Trams. Genau, 201 Trams kaufen wir jetzt. So, das ist jetzt 6 und 7, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und die 7 und die letzten 10 gehen auf die 8. So, jetzt sind alle Trams unterwegs. Sieht jetzt hier natürlich super aus, ne? Tja, da bin ich mal gespannt, was da jetzt das Ergebnis ist. Und wird natürlich ein bisschen dauern, bis die alle unterwegs sind, ne? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier. Wie gesagt, ich habe das schon mal vorbereitet, so ein bisschen, ne? Aber wir haben hier noch die Möglichkeit, ein bisschen was umzubauen. Obwohl, ich glaube, hier reicht eh eine schmale Straße, also... Ah, machen wir anders, Moment. So, und jetzt als Kurve einmal hier drauf. Und einmal hier rum. So, und hier wird das Spiel wahrscheinlich eh selbstständig was bauen. So, okay. So, dann haben wir den Bereich so ein bisschen noch umgebaut. Ich denke mal, der Rest sollte soweit passen. Sprich, das könnten die Städte von alleine machen. Ja, hier ist es natürlich blöd, dass da auch Gebäude wachsen. Das ist eigentlich so von mir nicht geplant, aber okay. Ist halt leider so. Ihr seht schon, das hier wird auf jeden Fall eine große Stadt, ne? Das wächst relativ schnell zusammen. So, hier würde ich sagen, passt die ganze Sache auch ganz gut. Ja, und hier soweit eigentlich auch, ne? Man könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen... Ja, wir könnten hier schon mal noch ein paar Straßen platzieren. Ach, ich greife dann immer nur korrigierend ein. Ich baue jetzt hier keine großartigen Straßen von weg. Ich muss dann immer schauen, wo ich mein Hauptquartier platziere. Das fehlt ja bisher immer noch, ne? Das habe ich ja noch nicht gebaut. So schön, jetzt haben wir hier auch gar keinen Stau oder so, ne? Ja, ne? Kann man machen. Okay, das schüttelt sich jetzt alles ein bisschen und rüttelt sich alles und dann passt das. So, dann können wir eigentlich schauen, dass wir uns nochmal die LKW anschauen, weil da gab es neue. Ich habe neue Busse, die bringen aber bisher noch nicht viel. Die sind zwar ein bisschen schneller. Würde ich jetzt aber, obwohl wir müssen ja eh alles modernisieren, ne? Allerdings würde ich lieber tatsächlich mit dem LKW anfangen, weil wir haben hier den Vorteil, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr transportieren können. Und das ist finanziell, glaube ich, sinnvoller. Würde ich jetzt sagen.
Ist auch so. So, hier warten auf jeden Fall schon mal relativ viele Passagiere. Das ist gut. Oh, ein neues Fahrzeug. Eine... Nein! Okay. Ha. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen... Ich will nicht meckern, aber das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät. Ach, na okay, gut. Dann fange ich jetzt trotzdem erstmal an zu modernisieren. Ich mache mal die Zeit ein bisschen schneller, weil ich denke mal, das wird recht teuer. Schauen wir uns einfach mal die... Jetzt sind die Linien natürlich nicht benannt, ist klar. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit den LKW-Linien an und modernisiere die erstmal. Das sind nicht ganz so viele, auch wenn ich denke, dass es trotzdem sauteuer wird. Ja, wir haben hier allein schon 25 Fahrzeuge. Ich klicke einfach mal alle an. 175 Fahrzeuge sind es. So, wenn wir die jetzt alle modernisieren wollen, das kostet nur 5 Millionen. Hey Mensch, das ist ja quasi ein Schnäppchen. Ja, dann machen wir das doch, ne? Soll das echt nur 5 Millionen kosten? Für 175 Fahrzeuge? Ja gut, Kaufpreis ist 40.000, ne? Okay, dann ersetzen wir das. Wir können uns gleich wieder anschauen. Hier, Miyazaki. Plus 140%. Okay, der wird sich nicht verändern. Wir haben 50 von 211 Broten. Mal schauen, wie viel sich das jetzt durch den neuen LKW erhöht. Viel wird es nicht sein. Ja, bevor wir hier vergrößern müssen, das dauert noch. Ja, ihr seht schon, hier müssen wir auch noch einiges umbauen. Aber auch das geht dann Stück für Stück. Aber ich sag mal, bevor ich mich um die alten Städte dann kümmere, was so den Umbau etc. angeht, kümmere ich mich natürlich erst einmal darum, dass ich alle Städte angeschlossen habe. Ja, schaut ja gut aus, ne? Also hier brauchen wir tatsächlich relativ schnell mehr Züge. Ja, da kommen jetzt noch nicht so viele, aber spätestens dann, wenn die Trams sich hier verteilt haben, ne? Spätestens dann ändert sich das. Ja, und vor allem werden die Städte jetzt natürlich erstmal einen Wachstumsschub bekommen. Denn die Verbindung plus 110%, ne? Von 106 auf 222, das wird sich bemerkbar machen. Ja, das verteilt sich dann alles, das verteilt sich dann alles. Ja, die Straße ist ja ungünstig, ne? Ja, komm, dann tue ich hier doch schnell. Eieiei. Genau bei dem Beispiel hier, ne? Okay, das ist jetzt tatsächlich eine blöde Kurve. Ja, so schaut es besser aus. So, jetzt haben sie da noch mal ein bisschen Platz. Das hier können wir schon so machen. So, dann haben wir da immer noch mal eine Kreuzung drin. Okay, aber ich sollte dann gleich das hier mehr oder weniger in Besitz nehmen. Ah, habe ich eh schon. Passt. So, dann können wir eigentlich auch noch ganz stumpf dahergehen. Hehe, Moment. Ja, das Spiel ist dann... Genau. Ja, das Spiel war jetzt schneller als ich, ne? Macht nichts. Das sieht so doof aus. So, okay. Rest soll es jetzt von alleine machen. Es gibt auf jeden Fall erstmal Platz, damit die Stadt wachsen kann. Und wie gesagt, ihr seht, die Straßenbahnen verteilen sich jetzt. Es dauert alles ein bisschen. Ich hoffe mal, dass die nicht zu sehr hinter den Pferdefuhrwerken porten müssen. Ach nee, das sind ja gar keine Pferdefuhrwerke mehr, habe ich hier gerade modernisiert. So, okay, dann geht es weiter mit der Modernisierung. Wir haben jetzt die LKWs alle modernisiert. Und wir hatten jetzt ja die neue Straßenbahn.
Da sind es natürlich sehr, sehr viele. Ja, schön, dass jetzt bei Straßenbahnen hier die LKW mit dabei sind, ne? Ach, waren die mit dabei, weil die noch markiert waren, ja? Na, okay, es sei verziehen. So, das sind jetzt natürlich die ganzen neuen Linien. Super, ne? Moment, schauen wir uns erstmal nochmal an, bevor wir das jetzt hier machen. Bevor wir das jetzt hier machen, schauen wir erstmal, was denn die Verbesserung ist. Also der IWAN 26 km/h zu 30 km/h, 11 Passagiere zu 12 Passagiere und höhere Ladegeschwindigkeit. Preis 111 Millionen. Na okay, es wird nicht billiger. Werden wir sie einfach mal alle ersetzen. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt wirklich alles... Ah, hier sind schon Straßenfahrzeuge dabei, na super. Ja, dann teile ich das auf. Dann nehme ich erstmal die ersten Linien hier und ersetze die. 1,3 Millionen, Schnäppchen. So, dann haben wir die schon mal durch. Und dann fangen wir jetzt hier an und schauen uns die nächsten Linien an. Und dann schauen wir mal, was hier keine Straßenbahn sind, ne? Gut, das sind natürlich viele Linien, aber nicht bei jeder Linie sind 15 Fahrzeuge oder sowas, ne? Das war jetzt lila, da oben war lila. Lila haben wir schon mehrfach. In mehreren Farbtönen. So, hier haben wir... das ist keine Straßenbahn. Das sind ganz schön viele Linien. So, und das ist die letzte und jetzt sollten alles nur Straßenbahn sein. So, dann schauen wir mal. Wir haben 106 Fahrzeuge ausgewählt und das kostet uns 7,3 Millionen. Ja, Schnäppchen, machen wir. Okay, damit haben wir jetzt immerhin alle LKW und alle Straßenbahnen auf dem neuesten Stand. Ja, wie gesagt, hier sehr schön, dass das alles dort oben wächst. Da kriege ich es halt nicht wegtransportiert, ne? Es sei denn, ich mache hier nochmal zusätzlich Straßenverbindungen. Aber das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Leider kann man das tatsächlich nicht verhindern, dass das Spiel hier Häuser baut, ne? Wäre schön, wenn das ginge, meiner Meinung nach, aber leider nein. Da könnte man das halt viel besser steuern, als so, wie es halt jetzt der Fall ist, ne? Ja, schaut her, das ist komplett neu gewachsen, ne? So habe ich mir das vorgestellt. Und ist es wenigstens in Reichweite? Ja, größtenteils ist es in Reichweite. Ja, das sieht, denke ich, doch ganz gut aus. Auch das hier ist mehr oder weniger jetzt schon zusammengewachsen, ne? Gut, je nachdem wird es jetzt natürlich dauern, bis die Linien hier explizit Gewinn machen. Aber ich denke mal, dass die wird trotzdem ordentlich Gewinn machen, weil der Weg ist relativ weit, ne? Und weiter Weg ist immer ganz gut. So, okay, ja, sehr gut. Also in der nächsten Folge, wie gesagt, jetzt haben wir hier das per Bahn angebunden. Jetzt ist es natürlich ungünstig, dass alle, die von, ich sag mal, von Sukumo nach Miyazaki wollen, die müssen jetzt natürlich alle so lang fahren. Das ist natürlich ungünstig. Deshalb werde ich in der nächsten Folge mich hier darum kümmern, dass wir hier eine coole Schiffsverbindung herbekommen, um hier die Bahnlinie zu entlasten. Ne? Und natürlich müssen wir hier auf jeden Fall noch einen zweiten Zug. Ich baue die Sache doch zweigleisig komplett aus. Macht unheimlich Sinn, würde ich mal sagen. Ne?
weil auch hier auf Linie 1 ne, schon relativ viele Leute warten. Aber auch das dann in der nächsten Folge. Und jetzt schauen wir uns nur noch mal ganz kurz an, wie sich das hier mit den Broten entwickelt hat. Ob wir da einen positiven Effekt haben. Juhu, zwei Brote mehr. Naja. Okay, das ist jetzt nicht so viel, ne? Sag ich mal. Aber immerhin besser als nichts. So, schauen wir mal zum Profit. Ja, wir hatten jetzt hier natürlich hohe Baukosten, aber schaut mal her. Trotz der hohen Investitionen habe ich immer noch Gewinn gemacht, ne? Und hier allein schon Eisenbahn, über 7 Millionen. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt hier mal schneller machen, lassen wir das ja mal noch zu Ende laufen. Dass wir hier mit den normalen Straßenfahrzeugen natürlich deutlich mehr Gewinn machen. Weil zum einen natürlich unsere Straßenbahnen hier mit reinzählen und natürlich auch die modernisierten LKWs, ne? Aber schaut mal, was der Unterhalt für die Fahrzeuge ist, wie hoch der ist, ne? Ohne Worte. Naja, auf jeden Fall ist der Profit höher. Und ich denke mal dann im neuen Jahr, wenn das komplett sich niederschlägt, dann fällt das auf jeden Fall deutlich größer aus. Also ich denke mal locker dann 4 Millionen oder so. So, ja, na, ja, ist gleich rum. Ja, es kribbelt so knapp bei 3 Millionen. Ja, das schaut gut aus. Okay, jetzt haben wir eine neue Lok. Sehr schön. Schauen wir gleich mal, ob wir dann in der nächsten Folge auch Züge modernisieren. So, die hat 75 km/h. Das passt halt alles nicht so ganz zusammen, ne? Aber okay, macht nichts. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge uns auch darum kümmern, dass wir die Züge modernisieren. Und ich hoffe mal, dass wir uns dann in der Folge wiedersehen. In der nächsten halt, ne? Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.